Ich stamme aus dem Kanton Uri und Heinrich Danjot ist in Uri allgegenwärtig. Das ist so der Übervater, sage ich jetzt mal, in der Kunstszene im 20. Jahrhundert. Er ist immer noch präsent im Alltag, wenn man zum Beispiel an die Schöllenenschlucht denkt, an seinen berühmten Teufel dort oder an das Wandgemälde in Schwyz im Bundesbriefarchiv. Also er ist präsent im Schweizer Alltag und er hat eine spannende Geschichte und die wurde noch nie für die Kinoleinwand erzählt und deshalb möchte ich das machen. Mir geht es vor allem auch darum, den etwas unbekannten Heinrich Danjot rüberzubringen im Kino. Und das ist auch der Schriftsteller. Das wissen eben viele nicht. Das ist auch das Spannende an dieser Figur, an dieser Person. Er war nicht nur Maler, sondern er war auch ein hochbegabter Schriftsteller. Ein wichtiges Element, und das liegt im Moment auch noch etwas brach, sind die Tagebuchaufzeichnungen, die Briefe von Heinrich Danjot. Und wenn man weiß, dass er eben nicht nur als Maler, sondern auch als Schriftsteller gearbeitet hat, kann man sich in etwa ausmalen, dass man sich da einiges versprechen kann für den Film. Es gibt zwar einige Bücher über Heinrich Danjot, aber ein Film wurde noch nie gemacht. Und das ist natürlich auch mein Ansporn, da noch Elemente zu finden, neue auch Archivsachen zu finden, die bislang nicht so verwendet wurden. Und ich denke, wir haben da schon einige Truweien gefunden, zum Beispiel einen Film aus dem Jahr 1936. Ja, das ist nur ein Beispiel und die Suche geht im Moment auch noch weiter. Das ist das Spannende am Dokumentarfilm. Man hat ein Ziel, aber die Reise dorthin, das ist das Spannende. Mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, denen man begegnet, die Schwierigkeiten, die es zu meistern gibt, das Zurückbuchstabieren, das auch wieder vorwärts buchstabieren, das reizt mich natürlich am Film.